Es ist wieder Buchtag, wenn man so will. Ich habe wieder hier einige Autogrammwünsche angesammelt, die ich erfüllen möchte. Da habe ich dann hier immer so eine ganze Liste vom Büro ausgedruckt mit den Namen. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht Vorname oder Nachname, also Vorname oder eben Vor- und Nachname. Ich mache meistens eigentlich nur Vorname. Also das finde ich immer am einfachsten, ne? Lieber Kevin, dein Julian, ne? Also bevor ich da mit Nachnamen romantiere. Dann habe ich natürlich hier das wunderbare Buch bekommen von Matthias, von meinem Freund Matthias Aumann, der jetzt hier sein neues Buch How to Marktführer, Spiegelbestseller, da muss man ja jetzt natürlich sagen. Das ist natürlich eine ganz großartige Errungenschaft. Hatte hier sogar noch ein schönes Bild gefunden von uns beiden. Das hat mich sehr gefreut und ist natürlich auch für gerade für Mittelständler, der ja so sein typischer Zielkunde ist, wirklich wertvolle Information. Ich bin ja auch öfter eingeladen auf seine CEO Days als Gastreferent, wenn man so will. Wirklich eine schöne Leseempfehlung für alle Selbstständigen, also von Marketing über Vertrieb und Personalorganisation, alles dabei. Dann habe ich ein schönes Buch gefunden, auch von einem Spiegel-Bestseller-Autor, von Sebastian 23. Der ist ein berühmter Komiker oder Comedian oder wie nennt man das heutzutage? Der ist, glaube ich, berühmt geworden, steht ja doch auch, glaube ich, sogar drauf, ne? Berühmt geworden mit diesem, ach, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo die Leute so intelligente Sachen auf der Bühne ganz schnell sagen. Ach Mensch, ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Jedenfalls hat er hier ein Buch geschrieben, Alles wird gut, die Welt retten in 5712 einfachen Schritten. Und er hat mich in diesem Buch erwähnt, wie es mittlerweile viele Bücher tun, mich mit meinem ZDF-Interview zu interviewen. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend und schön. Viele gut linksgerichtete Dinge werden hier empfohlen, wie man auch die Klimakrise und so weiter beheben kann. Aber ich sage dann immer wieder, also wer ernsthaft die Klimageschichte da irgendwie adressieren will, der darf keine Bücher schreiben, also keine Printbücher schreiben, nicht? Gerade wenn es Spiegel-Bestseller ist, ne? Das ist eine totale Umweltkatastrophe. Von daher nett gemeint, aber oft schlecht umgesetzt. Dann müsste man es bei E-Büchern, bei E-Books lassen, ne? Dass die Leute das dann nur im Internet runterladen und dann lesen. Weil so machen sie ja beides. So gehen sie auf Amazon, verursachen damit logischerweise CO2 und lassen sich das dann nach Hause schicken, verursachen CO2 und das Buch und der Buchdruck und so weiter und der Lack und all diese Sachen sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt die umweltförderlichsten Geschichten. Aber witzig geschrieben und hier werden Markus Söder, Friedrich Merz, Julian Backhaus, Christian Lindner, wir werden alle einmal hier vorgeführt sozusagen. Aber ich finde auf eine unterhaltsame Art und Weise. Also das kann man auf jeden Fall gelten lassen.